Torwand schießen, wir sind bereit. Finn Grieser ist hier. Herzlich willkommen. 16 Jahre, kommt aus Zweibrücken. Das ist in der Pfalz. 10. Klasse Gymnasium, ne? Ja. Wenn man aus Zweibrücken kommt, ist man Fan des 1. FC Saarbrücken, des 1. FC Kaiserslautern. Nee, vom HSV. HSV? Ja. Da stehen ja mal die Haare zu Berge. Genau. Ja. Lieblingsspieler? Ruud van Nistelrooy. Van Nistelrooy, komm. Ja. Ja. Haben wir mal so ein bisschen Welle aufgebaut hier. Wir sehen mal, womit du dich beworben hast. Das sind ja immer diese Videos, die eingeschickt werden. Achtung, hier sehen wir es. Das ging also mitten rein. Waren die Fenster vorher schon rausgeschossen oder nee, es nach war noch verschiedenen Versuchen? War noch Rohbau, da war noch nichts. Ah, Rohbau, alles klar. Finn Grieser also gegen Oka Nikolov. Spielst du auch Aktivfußball oder nur so Tricks? Ja, bei Einöd. Bei Einöd? Ja. Spielvereinigung Einöd. Genau. Das hört sich jetzt nicht nach Großstadt an, aber... Nee. Aber da kann man sich aufs Wesentliche konzentrieren. Genau. Und das ist wichtig. Oka Nikolov fängt an. Drei unten. Gibt es Fans von Eintracht Frankfurt zufällig hier im Raum? Dann sind die jetzt gefragt. Und das war nur der Anfang. Ja. Leute, beim ersten Mal im Sportstudio. Oh! Ja, würde ich mal sagen, mal eine kleine Aufgabe gestellt. He? Was uns sieht, alles ausmacht. Ja. Aber wie war das, wenn man älter ist, wird man gelassen? Ja, das stimmt. Dann hat man nicht mehr diese Aufgeregtheit. Dann hat man einen ruhigen Fuß. So. Ja! Yeah. So, das schauen wir uns gerne noch mal an. 1:2 der Anschlusstreffer. Einfach dahin. So, jetzt oben links. Auf geht's. Ist ein bisschen schwierig, klar. Ja, knapp. Es bleibt bei der 2:0-Führung. Finn, das heißt, drei Chancen, an die Preise zu kommen. Noch zwei Chancen. Der Ausgleich. Oh, aber richtig packendes Duell hier. 2:2. Finn Grieser, Oka Nikolov. Morgen habe ich gehört, Sie bleiben hier in der Nähe und gehen nach Frankfurt, um dort Marathon zu laufen. Ja, Stück. Staffelmarathon, 14 Kilometer. Wie viel laufen Sie? 14. 14? Ja. Okay, wie viel läuft ein Torhüter so durchschnittlich? Keine 14 mehr. Nicht, wenn man so erfahren ist, oder? Oder nicht, also, würde ich sagen. Liebe Zuschauer, das war das aktuelle Sportstudio.